und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann Reloaded. Ja, ihr seht schon, oben links geht immer noch weiter in den Rüben, wird auch nur eine kleine Weile dauern. Ich glaube, mit der AI Vehicle Extension war das Problem, dass die einfach den Rübenroder nicht mag, weil, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ausprobiere, da haben wir es ganz normal. Also ich denke mal, es liegt eher am Ruder. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen jetzt hier diese eine äußere Bahn fertig, schicken auch hier den Helfer los. Ich habe beide LKWs jetzt wieder oben beim Rübenfeld stehen. Also braucht ihr keine Angst haben, da werden wir heute nicht die ganze Zeit jetzt mit den LKWs rumfahren. Ich werde beide LKWs voll machen und dann der Ruder abstellen. Und halt dann einfach mit zwei LKWs zum Abkippen fahren. Da steht der Ruder zwar dann auch ein bisschen, aber ist nicht ganz so stressig. Ich muss nicht immer drauf gucken, schaffe ich es noch, schaffe ich es noch. Oh Gott, gleich ist er voll. Hier auf dem Feld funktioniert mit dem Helfer ja auch ganz gut. So. Jetzt muss man bloß ansetzen. Ja, genau, hier ist der normale eingestellt. Ich glaube, da müssen wir gar nicht umstellen, oder? Also halt jetzt ist der normale eingestellt, oder? Nee. Oh, so rum. Immer das, was dran steht. Genau. So, und dann können wir uns nämlich mal um die Kuhweide bemühen. Und ich habe mir gedacht, wir müssen ja sowieso eine Weidezaunbatterie mit hochnehmen. Jetzt dachte ich mir, das könnten wir mal wieder mit dem Pony und dem Wägelchen machen. Da können wir schon mal eine kaufen. Ja. Sonst brauchen wir eigentlich nichts, oder? Brauchen wir sonst noch irgendwas? Hühnerfutter vielleicht, was wir nur draufschmeißen können. Ja, eigentlich schon. Tatsache. Welches nehmen wir denn heute? Welches Pony? Günther, Hugo, Eugen, Corbinian, wie sieht's aus? Wer hat Lust? Ich glaube, wir nehmen mal den Corbinian, huh? Vielleicht hat er dann auch mal wieder mehr Bock aufs Heu. Ui, er ist sehr arbeitseifrig. Yes, yes. Also nicht wundern, normalerweise galöppelt der nicht so komisch. Das liegt einfach an dem Gezuppel und Geruckel hier auf dem Hof. So. Ich meine, das habt ihr im Stream ja auch schon gesehen, vor allem im Multiplayer. Da galöppeln die Ponys anständig, wie sich das gehört. So, komm, komm. Oje. Bleib mir nicht hängen. So, alle Huf anmachen. Da geht er ab. Die Lip, die Lip, die Lip, die Lip. Oh Gott, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ein Auto kommt. Oh, da kam auch nur eins. Ah. Ich glaube, wir müssen. Sollten wir vielleicht mal hochgucken zum, zum Balu. Mal kurz anhalten hier irgendwo. So. Corbinian, du hast kurz Pause. Warte, warte.
Das wäre jetzt natürlich spitzenmäßig, wenn es der Balu noch schafft, umzudrehen, weil dann müsste ich nicht rumzirkeln mit dem Ruder. Ja, schafft er. Sehr schön machst du das, Balu. Ich bin begeistert. So, und wie gesagt, wir machen den jetzt voll. Dann haben wir noch der andere LKW, da passt auch noch einiges rein. Aber haben wir eigentlich schon gut was geschafft, gell? Schon ziemlich was runter hier. So, der ist voll. Den lasse ich jetzt einfach mal dastehen. Dann schnappen wir uns der andere. Ach, guck mal, das Siegbert. Nein, nein, stopp, halt. Ha. Was mache ich denn? Bloß hier zurücksetzen, das wär's noch. Gut, da wäre jetzt nichts drin gewesen, der ist leer, aber trotzdem. Da muss ich den ja wieder hochschippern hier. Passt auch. Wo haben wir denn der Corbinian abgestellt? Da steht er. Und weiter geht's. Nein, tut's nicht. Oh Gott. Da fällt mir das wieder ein im Dorf, wo ich das Einhorn ausprobiert habe. Könnt ihr euch erinnern im Livestream, wo ich am Schild hängen geblieben bin und es hat sich auf der Popo gesetzt. Und ich möchte auch nochmal betonen und wiederholen, keiner kam dabei zu Schaden. Auch Günther nicht. Günther geht's hervorragend. Das ist einfach lustig. Ja, und ich weiß, immer noch nicht zum Download. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, außer es wäre ein Wunder geschehen. Aber es ist schon wirklich immer so, gell? Wie man es macht, ist verkehrt. So. Gut, ich gebe zu, der Wagen ist jetzt echt leicht übertrieben für die kleine Batterie, aber wir nehmen ja noch Hühnerfutter mit. So, einmal. Wo ist denn hier der nächste Spanngurt? Da. Einmal. Und dann kaufen wir uns jetzt einfach mal spaßeshalber. Ich weiß, ich habe ewig Weizen auf dem Hof und Gerste, wo wir sie füttern könnten, aber... So teuer ist es jetzt ja auch nicht. Wie viel sind da drin? 200 Liter. Dann nehmen wir zwei mit. Ich meine, da wird sich der Corbinian jetzt hier auch nicht zu Tode schleppen dran. Aber dann sieht der Wagen nicht so leer aus. So, wo ist hier der nächste Spanngurt? Da.
1A. Kann losgehen. Fabinian, gib Gummi. Mein Gott, jetzt habe ich gerade so mit Entsetzen festgestellt, mein Kaffee ist leer, das geht ja gar nicht. Das wäre auch noch toll, wenn es irgendwie da so im Ort oder beim, ja, irgendwo an der Straße ist, so ein kleiner, keine Ahnung, Imbiss oder sowas, so Coffee to go oder von mir aus auch to stay. Gut, jetzt will ich wahrscheinlich der ganze Kaffee ausleeren, aber das wäre doch idyllisch, oder? Da könnte man so ein Päuschen machen. Corbinian nebendran, der kann ein bisschen grasen. Oder einfach warten. Weil Gras will er auch keins, ist ja so ein Pellet-Junkie. Aber das fände ich cool. Würde mir gefallen. Oder kleine Pony-Tanke wäre doch auch was. Ah, seht ihr, Corbinian wird schneller. Ja, er wittert seine Pellets. Jetzt, wo es heimwärts geht, das ist so typisch. Ja, mach nur langsam, mach langsam. Corbinian gibt alles. Ja, du hast dann trotzdem noch keinen Feierabend. Jetzt müssen wir erstmal das Hühnerfutter abliefern und dann geht's hoch zur Kuhweide. Sag ich dir schon gleich, mein Freund. Nicht, dass du dann enttäuscht bist. Guck, wie er sich abmüht. Jesus Gott. Langsam. Also wirklich. Der ist schon speziell. So, jetzt machen wir mal hier die. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach Gott, jetzt habe ich die Zeit vorgespult. Na ja, klar. Jetzt ist es noch dunkler geworden. Ich wollte doch bloß die Dinger da abmachen. Menschen, jetzt Kinder, die Spanngurte. Jetzt. Wieso ist denn jetzt so eklig finster? Also, es will nicht wieder regnen, oder? Das fände ich, hoppla, das fände ich blöd. Bitte kein Regen jetzt wieder. So, einmal. Ja. Put. Es gibt Nachschub. Helfe Siegbert war ja am Raps ansehen, genau. So, Spanngurt muss wieder drum. Zack. Oh. Na, es wird schon halten. Corbinian strampelt sich wieder einer ab hier. Oh, Balu hat einen vollen Korntank. Das ist nicht gut. Corbinian. Brr. Genau, das müsste der LKW sein. Oh, der Balu steht sogar richtig rum. Das ist praktisch. Also das Wetter ist bäh. So grau und trüb und das mag ich überhaupt nicht. Ist gerade sehr unbeständig in Fuchshausen, muss ich feststellen. So, da warten wir jetzt nicht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo habe ich denn den jetzt hingestellt? Wo ist Corbinian? Da ist er. Und weiter geht's. Hui. Ich meine, wir könnten natürlich... Hoppla. Wir könnten theoretisch auch hingehen und die Milchkannen da drauf schmeißen, aber die sind dann blöd zum Abladen, weil ich will die wieder unten in die Käserei reinmachen. Und da ist dann ein bisschen unpraktisch, weil wenn die dann so durcheinander und übereinander liegen, kriegt man die auch so schlecht runter.
Binian, du hast es gleich geschafft. Darfst bald wieder zurück zu deinen Kumpels. Müssen wir eigentlich das Licht anmachen, oder? Wenn es so ein bisschen dunkel ist. So. Hallo, die Damen. Also ich denke mal, ja, du bist schon brav. So machen wir das dann, wie wir es immer machen, wenn die kann. Da holen wir der Buche. Ich verstecke die jetzt mal hier. Oh! Dass einem das immer so aus der Hand springen muss. Jetzt kommen wir wieder her. So. Aber dazu muss. Ach so. Nach Siegbert sollte man nur gucken. Er behauptet ja, er ist fertig. Sehe ich anders. Das sehe ich anders. Ja, ich weiß, die nächste Runde wird er wieder sagen, er ist fertig, aber. Da kann er jetzt ruhig noch ein bisschen fahren. Ach, der Opa Charlie fährt. Na ja, guck. So, jetzt bringen wir Siegbärtchen heim. Siegbärtchen, sage ich schon. Hutfuck. Das Korbinianchen quasi. So, jetzt er kommt. Ja, dann würde ich sagen, in dem Fall bringe ich den Corbinian jetzt heim und komme für diese Folge zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.